Freiheit ist ein historisch gewachsenes Konzept. Versuchen wir es in die heutige Zeit provozierend zu übertragen, würde ich sagen, Freiheit ist der Verzicht auf die Anstrengung, ohnmächtig zu bleiben. Das heißt, wir haben eigentlich immer irgendeine Wahl. Wir können nicht in Anspruch nehmen, dass es die Freiheit nicht gab, doch zu entscheiden. Da liegt viel drin, da liegt etwas drin an Perspektive aktivierender Sozialpolitik, da liegt etwas drin für die Bildungspolitik, nämlich nie von der Angel der Freiheit die Menschen zu lassen. Freiheit ist doch eine Verpflichtung an uns selbst.